Herr Vizebürgermeister, Sie hatten ja schon vor ein paar Jahren einmal die Idee gehabt, im Schlosshof einen Sommerball zu veranstalten. Jetzt ist die Idee wieder in Ihnen gereift. Was war der Grund, das zu wiederholen? Wir sind von so vielen Menschen angesprochen worden, ob wir nicht den Schlossball wiederholen möchten, denn er war so wunderschön. Erstens in der Atmosphäre des Rothschild-Schlosses, zweitens ist es eine Tanzveranstaltung. Und nachdem es sehr, sehr viele Tänzer gibt, haben wir so gedacht, das bieten wir heuer wieder an. Auch weil uns so viel gefragt haben, ob wir nicht mit einer Woche wollen und weil er eben so schön war. Jetzt haben wir uns gedacht, wir trauen uns wieder drüber und machen wieder einen Tanzball. Und wo passt der besser hin wie im Sommer in ein Schloss? Ja, es ist wirklich so, dass dieser Schlosshof in Weidhofen meine Romantik verströmt, dass man eigentlich hier, es ruft direkt nach einem Ball. Aber Sie haben ja auch einen Mitstreiter, das ist der Schlosswirt. Und gibt es da schon irgendwas zu verraten? Ja, mit Andi Plappert haben wir ja schon vor ein paar Jahren zusammengearbeitet, was den Schlossball betrifft, und so hat sich da ergeben, dass wir natürlich wieder einladen, das gemeinsam miteinander zu gestalten, und wir kennen ja den Andi Plappert alle, er hat da immer ganz kreative Ideen, und ich freue mich schon, es wird ein tolles Buffet geben für alle Ballgäste, mit mediterranen Leck, ein bisschen was Leichtes, was mit Früchten, was Spannendes, und ich denke mir, ja, er ist da der Passende, ja, als Partner für uns. Also wir werden ganz erlesene Weine präsentieren, unter anderem auch vom Weingut Weiß aus dem Burgenland. Die machen rein biologischen Wein und histaminfrei. Ganz spannend, schmeckt sehr gut. Also ich kann nur einladen, kommt zum Ball. Die Gestaltung des Schlosshofes ist natürlich auch bei einem Ball immer interessant. Ja, also da haben wir es ja gebracht. Wir werden in die Mitte des Schlosses unsere Tanzfläche reinbauen. Rundherum werden so Bars angesiedelt, eine Cocktailbar, eine Sektbar. Nicht unwesentlich bei einer Ballveranstaltung ist natürlich die Musik. Wenn schon die Tänzer da sind, dann braucht man natürlich auch ein Orchester, das diese Ballatmosphäre optimal rüberbringt. Wen haben Sie da heuer eingeladen? Eingeladen haben wir heuer die Musikgruppe Antares. Die hat ein tolles Repertoire und ich habe mich auch von denen schon überzeugen können. Sie spielen sehr, sehr gut und das sind die richtigen für die vielen Tänzer, die kommen werden. Erfahrungsgemäß wird es ja auch bei uns etwas kühler gegen Mitternacht. Haben Sie da vorgesorgt? Ja, da haben wir vorgesorgt, wir werden ab Mitternacht die Pforten ins Schloss öffnen, dort wird der Nachtclub sein, eine Veranstaltung, wo man sich dann noch richtig abtanzen kann, bis in die frühen Morgenstunden mit Cocktail, Sekt, Chill-Out-Lounge, richtig toller Ballausklang. Und was gibt es da für Musik? Da wird dann die Beach Crew Entertainment spielen, das sind junge Weidhofener, die wir da gewinnen haben können, die uns gemeinsam mit uns diesen Nachtclub organisieren. Wo bekomme ich eigentlich die Karten? Also die Karten bekommt man da direkt beim Schlosswirt Andreas Plappert. Man bekommt sie auch im Tourismusbüro in Weidhofen. Und natürlich stellen wir für die Ibsen Newsleser gern einen Tisch mit 4 Karten zur Verfügung und stellen euch einen Ballwein ein. Da bedanken wir uns recht herzlich und freuen uns auf den heurigen Sommerball im Rothschild-Schloss Weidhofen an der Ibs. Und wir freuen uns auf eine wunderschöne, laue Sommernacht. Danke.